Jetzt geht's durch den Freifjord-Tunnel unterm Wasser wieder durch. 5,1 Kilometer Länge. Jetzt geht's langsam wieder bergauf. Es gibt eine zweite Spur und ich muss runterschalten. Da sieht man schon das Licht am Ende des Tunnels. Aber es geht ganz schön steil hier hoch. Ich muss doch gleich nochmal einen Gang runterschalten. Wir sind in Kristiansund. Eine richtig große Großstadt.